Thermit. Vergifteter Met und vier Menschen verwandeln sich in Bären. Oder waren es drei? Waren es drei oder vier Bären? Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Eins. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Drei Bären. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Mädchen, ich bin hier unten. Oh Mann, Freund, ist das krass. Dieses Spiel kann einen... Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Ja, definitiv. Ich wollte gerade was sagen, ich hab's vergessen. Es ist egal. Ach ja, The Witcher 3 kann einen immer wieder überraschen, Freunde. Also mit Bären? Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Bären. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. So viel Zeug. Moment, bin gleich da, Mädchen. Freunde, die wäre tatsächlich... Ich meine, sie ist jetzt nicht so stark wie die Männer, das merkt man. Aber sie wäre tatsächlich keine schlechte Königin, glaube ich. Es stimmt nämlich, dass die Einzige, die mal für 5 Pfennig nachdenkt. Sagt man so bei uns. Jemand denkt nicht für 5 Pfennig nach, also... wie erklärt man das? Jemand denkt halt nicht nach, nicht mal für Geld. So... okay. Da geht's wieder raus. Wir müssen hier hoch. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeige es dir. Oh ja. Oh, der Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Das könnte zusammenhängen. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Wo guckst du hin? Ach, zu ihr. Immer noch. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Oh! Scheiße. Der Schnaps! Noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Geralt? Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Schnell. Kommst du, Mädchen? Also, Ceres ist es schon mal nicht. Wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Vielleicht sogar der Bruder. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Magie. Als ein Ort der Macht. Klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Axia? Nee, Gwen, cool. Und ein Fertigkeitspunkt für uns. Wir kommen aber, glaube ich, auch bald ins nächste Level. Da warten wir noch ein bisschen. Den Brandstifter erwische. Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Oh, scheiße. Ich meine, das Gute daran ist, wir können jetzt hier das ganze Schloss looten. Aber Alter, ist das cool. Ich liebe diese Krimi-Quests, ey. Hammer. Fand ich schon im ersten Teil so super. Rausfinden, wer der Mörder ist und so.
bin sofort bei dir, mein Mädchen. Ich mach nur kurz eure Vorratskammer leer. Ah ja. Wir sind praktisch genau da, wo wir reingekommen sind. Oh, die Kiste habe ich versehen. Versehen, genau. Übersehen. Hm, da ist jemand durch den Met gelaufen. Bessere Spuren gibt es nicht. Klebrig vom Met. Hm. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Wie wär's mit dem da? Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit dem Bediensteten gesehen. Ja, los. Ich erinnere mich auch. Ja, aber dem seine war wesentlich dicker. Und das macht wahrscheinlich nichts. Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Pferderin! Plötze! Wo ist mein Plötzimaus? Wo bist du, Plötze? Juhu! Den haben wir gleich. Anwalt! Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Ha! Erwischt! Halt! Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals aufs Kelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Scheiße. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankret. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserkern vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kaer Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich bürge für Ceres. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankret? Hat Ceres dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst?
Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Spikero gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Oh, ist das krass. Ich glaube, wir haben eine neue Königin, Freunde. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde. Und Svanrig, was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate, zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf. Okay, krass. Ich bin noch ein bisschen geflasht, Freunde. Das ist aber eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass der Sohn sich da verraten würde, wenn er dann selber das Exil oder den Tod wählen muss. Aber gut, wir kommen vielleicht. Genau richtig. Sie haben schon angefangen. Hat er den Mumm? Die Ehre. Es ist nicht lange her. Da gaben wir König Bran dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Passt sogar. Ich
Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! 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 Der Verrückte steht da nicht so drauf. Ich habe vergessen, wie er noch heißt. Aber er wird immer nur der Verrückte genannt. Sein Sohn dürfte auch tot sein. Königsmacher, ein Erfolg von Steam. Das hast du gut gemacht. Ich sag's. Glückwunsch. Du wirst eine großartige Königin sein. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Wie lauten die Pläne der neuen Königin von Skellige? Zuhören, lernen und weiter zuhören. Dann werden wir sehen. Guter Plan. Ich muss die Clans vereinigen. Ich würde den Krieg gern vermeiden, aber wenn Nilfgaard angreift, müssen wir gemeinsam zurückschlagen. Der Drummond-Clan könnte Probleme bereiten. Ich habe Lugos bei der Zeremonie gesehen. Er war wütend. Zwischen unseren Clans gab es immer Zwist. Aber ich muss mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zwar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen hinbringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Ihren Bruder. Hjalmar. Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja, ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück. Danke. Danke. Geht's dir gut? Geht so. Egal, wie man's betrachtet. Ich wurde von einer Frau besiegt. Nicht von irgendeiner. Das von der stimmt. Königin. Wenn es schon sein musste, bin ich froh, dass es Zerriss war. Bist du nicht stolz auf sie? Komm schon, gib's zu. Ein wenig, ja. Sie ist von meinem Blut, von meinen Knochen. Aber sag ihr das nicht. Sonst fängt sie noch an, herumzustolzieren. Was ihr aber eigentlich guttun würde. Wir haben es Lugos gezeigt. Das ist das Wichtigste. Hast du gesehen, wie wütend er war? Ich dachte, er platzt gleich. Ja, hat mich ziemlich überrascht, wie verärgert er war. Unsere Clans haben sich schon immer Köpfe, Brust und Bauch eingerannt. So ist unser Land. Ja. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ankraits je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Oh, wie schön. Wir haben einen gefunden. Volles Haus haben wir gerade bekommen. Wir haben wohl alle Anhänger, die wir haben können. Jetzt ist die Frage, Freunde. Ich teste jetzt. Ob wir zur Nebelinsel fahren können, ohne diese Warnung zu kriegen. Dann würde ich die Hauptquest noch fertig machen, weil ich glaube, lang dauert es nicht mehr. So, das versuche ich jetzt. Wenn allerdings wieder dran steht, dass wir die Quest da nicht beenden können, würde ich eher, ehrlich gesagt, sämtliche Nebenquests vorher machen. Ich weiß, das ist für euch ein bisschen blöd. Weil ihr dann echt lang warten müsst. Vorausgesetzt natürlich, ihr schaut das Let's Play live. Also immer jeden Tag eine Folge. Wenn alle schon draußen sind, ist es natürlich egal. Ja, kommt schon. Ich teste das jetzt erstmal, dann schauen wir weiter. Da ist kein Schild. Da haben wir noch kein Schild, besser gesagt. Da ist bestimmt eins, aber wir haben es noch nicht.
Ja, Freunde, das war eine kurze Reise für euch. Denn wir müssen sämtliche Nebenquests erst machen, bevor wir darüber gehen. Denn, tut mir leid, aber ich möchte keine Quest auslassen. Möchte ich echt nicht. Das ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, ihr versteht das. Wo ist denn das eine? Schmied von Kertrolde. So. Ja, also. Kannst du mit mir kommen? Alle, die das Let's Play live schauen, jetzt gibt es erstmal einige Tage nur noch Nebenquests. Die Fragezeichen nicht. Die mache ich ganz am Schluss, wenn wir auf der Nebelinsel fertig sind. Das ist ganz klar. Die schneide ich dann wieder zusammen. Aber bevor wir zur Nebelinsel, bevor wir zu Ciri können und zurück nach Kaer Morhen, müssen wir erst die Quests erledigen, die sonst noch anfallen. Alle, die auf die Hauptquest warten, die nächste Folge, die mit Hauptquest markiert ist, wird die Quest die Nebelinsel. Versprochen. So, jetzt müssen wir zum Schmied. Der ist da oben, ne? Ja, Schmied ist hier oben, genau. Hä? Ich glaube, habe ich vielleicht mit dem falschen Schmied gesprochen, weil wir waren ja gerade schon bei den Schmieden und ich konnte eigentlich nirgendwo jetzt was auswählen. Morgen aber das wollen wir gleich sehen. Nordung, Geburtstag. Ja, ich weiß, dass die Geburtstag hat. Ich kaufe eine Puppe. Falsche Tageszeit. Wie, das kann ich jetzt nicht tun. Warum nicht? Ich muss aber. Na, geht doch. Komme ich eigentlich mit Tab auch raus? Nee. Ich habe sie eingraviert. Ah, mit dem da müssen wir schmelz reden, oder? Schmelz die Klinge ein und schmiede sie nochmal. Ein Schwert soll scharf sein. Mit dir? Aussehen. Auch nicht. Echt nicht? Mit dem können wir gar nicht reden. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Hä? Das kapiere ich jetzt nicht. Ich suche jemanden, der mir eine Brustplatte in Meisterqualität anfertigen kann. Ich kenne keinen Meister, der kein Zwerg ist. Fergus vielleicht? Der sitzt irgendwo in Velen, so viel man weiß. Das könnte sogar der sein. Aber was ist mit der Quest? Wiedersehen. Gib dem Schmied von Kertolde den Brief. Achte auf deine Manieren. Hier sind drei Schmiede, aber keiner von denen will unseren Brief haben. Hallo, ich habe einen Brief für dich. Typi. Müssen die Schwerter geschärft werden? Ja, sowas in der Art. Ja. Warum redet keiner mit mir? Gib dem Schmied von Kertolde den Brief. Hallo. Achte auf deine Manieren. Hallo. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Nein, du hattest nicht recht. Wiedersehen. Hä? Wartet mal, ich... Entschuldigung. Falls ihr das Piepen gehört habt, das war meine Tab. Nee, meine... Ne? Caps-Taste. Die meckert immer. Wie, das kann ich jetzt nicht? Warum kann ich da? Weil der uns schubst. Okay. Das gibt's doch nicht. Gib dem Schmied den Brief. Ich würde ihm gern den Brief geben, aber der ignoriert mich. Müssen die Schwerter geschärft werden? Das wollte ich schon immer. Bist du an einer Waffe interessiert? Jede Stucki hat seine eigene Geschichte. Ich hab was ganz anderes. Ich glaube, ich habe was, das dir gehört. Ein Brief von meiner Mutter. Da steht, dass meine Schwester ihn mitbringen sollte. Woher hast du ihn? Ich habe einige Leichen im Wald gefunden. Da muss es einen Monsterangriff gegeben haben. Den Brief habe ich bei einer toten Frau gefunden. Singa ist tot. Ach, ich habe ihren Mutter so oft gesagt, sie sollen zu mir ziehen, aber nein. Sie mussten ja auf Faro bleiben. Ich muss jemanden schicken, der ihre Leiche holt. Es tut mir leid. Danke, dass du mir das gesagt hast. Nicht jeder hätte sich die Mühe gemacht. Hier, nimm. Danke. Armer Kerl. Wir haben noch super viele Waffen zu verkaufen, Freunde. Geh. Lass mich trauern. Entschuldige. War bekloppt. So, jetzt möchte ich gerne was ganz Persönliches kurz machen. Genau, bring die Werkzeuge zu Fergus. Ich glaube nämlich, der kann uns so eine Hexerrüstung fertigen.
Dann kaufen wir uns die Zutaten zusammen und das wird richtig cool. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Die quatschen auch immer das Gleiche, ne? Wählen. Und jetzt Krähenfels. Yep.